Der Thomas Welzlau wird kurz circa 15 Minuten uns in das Thema einführen. Anschließend haben Sie alle die Gelegenheit, zur Zero-Trust-Strategie mit Microsoft 365 Ihre Fragen zu stellen. Sie können natürlich auch sämtliche andere Fragen stellen, die rund um das Thema Security gehen. Thomas Welzlau und Kollegen werden versuchen, die so gut möglich zu beantworten. Vielleicht noch ein kleiner weiterer Hinweis, vielleicht für Sie interessant. Wir haben eine nächste Sprechstunde. Da geht es um Teams-Telefonie, ums Routing und um die Anrufverteilung mit Microsoft Teams Voice. Vielleicht auch für Kollegen interessant, einfach mal weitergeben. Am 25.02. wird die stattfinden. Und wenn Sie immer unsere Infos erhalten wollen, folgen Sie uns auf LinkedIn, da kriegen Sie immer tagesaktuelle Infos, Warnungen, Hinweise von uns. Das ist so eine Newsquelle außerhalb unseres Newsletters. Ja, und dann würde ich jetzt schon nach dem ganzen Marketingteil und Vorstellungsteil übergehen zu Thomas Welzlau und ihn einmal ganz kurz bitten, sich vorzustellen. Ach ja, vielleicht noch was, wenn Sie eine Frage haben, wäre es ganz kurz schön, dass Sie Ihren Namen sagen und von welcher Firma Sie sind. So dass wir sie dann auch zuordnen können. Und der Thomas Welzlau kennt ja schon viele unserer Kunden. Von daher kann er da auch speziell dann immer Fragen beantworten. Ja, dann würde ich übergeben an Thomas. Ja, vielen Dank. Dann auch ein Hallo von mir, Thomas Welzlau, für alle, die mich nicht kennen, Senior Consultant bei NetAtWork im Modern Workplace Bereich. Im Wesentlichen beschäftigen mich aber die Microsoft 365 Security Technologien. Genau, NetAtWork ist mittlerweile über 130 Mitarbeiter groß und vom Standort Paderborn in ganz Deutschland aktiv. Ja, und heute haben wir uns als Thema Zero Trust rausgesucht, weil das irgendwie aktuell eine große Schlagzeile oder das Wort im Security-Bereich ist. Und ja, deswegen möchte ich auch kurz, wie angekündigt, in das Thema einsteigen. Und zwar, warum ist es eigentlich notwendig, dass wir uns mit sowas wie Zero Trust beschäftigen und was ist das überhaupt? Also im Prinzip war es bisher, das ist so ein bisschen die linke Seite dieses Bildes, so, dass alle Mitarbeiter mit ihren Domainrechnern und Domain-Usern im internen Netz gearbeitet haben. Die Server standen intern, die Applikationen sind intern. Genau, man hat vielleicht mal hin und wieder von extern gearbeitet, aber dann über eine VPN-Verbindung. Alles halt über die zentrale Firewall abgesichert und im Prinzip konnte man ja diesen sicheren Bereich ganz gut eingrenzen. Also ja, das interne Netz, von dem alle meine Zugriffe auf diverse Applikationen passieren, ist relativ gut abgrenzbar. Und jetzt hat sich dann das Bild vielleicht in den letzten Jahren zu der rechten Seite verschoben. Vor einigen Jahren kam dann sowas wie Microsoft 365 auf die Agenda. Also Firmen haben gerade, also wir kriegen das ja im Microsoft 365-Umfeld dann mit, dass Firmen Teams nutzen wollen, dass nur noch in der Cloud angeboten wird, dann die Postfächer zu Exchange Online verschoben werden. Also plötzlich weicht sich das Netz intern so ein bisschen auf und es werden immer mehr externe Dienste angebunden. Und da kann man auch, glaube ich, nicht nur mehr von Microsoft sprechen, sondern auch alle größeren oder viele größeren bieten halt eben Cloud-Produkte an, mit zum Beispiel Confluence oder Jira oder alle möglichen Firmen drängen ja so ein bisschen auf die Cloud-Infrastrukturen. Und dann in den letzten 2 Jahren kam noch dann sowas wie Corona dazu, was dann auch plötzlich für viele hieß, von jetzt auf gleich müssen wir irgendwie dafür sorgen, dass unsere Mitarbeitenden auch eben aus dem Homeoffice oder von externen auf alles wie bisher auch eben Zugriff erhalten. Und plötzlich ist es halt eben nicht mehr so stark eingrenzbar auf diesen sicheren Bereich, den man so hat. Und trotzdem möchte man natürlich nicht an Sicherheit verlieren in diesem ganzen Konstrukt, in dieser Infrastruktur. Und deswegen gibt es sowas wie das Zero Trust Prinzip, wo es halt darum geht, dass jeder Zugriff kontrolliert wird, dass man erstmal davon ausgeht, dass es sich um
keine vertrauenswürdigen Zugriff handelt und dass man beim Zugriff eben nur den mindestnötigsten Zugriff erlaubt, also oder die Berechtigungen erlaubt, sodass man halt eben, wie Zero Trust halt eben auch sagt, niemanden pauschal vertraut. Genau. Und bevor ich jetzt zur nächsten Folie wechsle, würde ich mal kurz eine kleine Umfrage machen und wollte einfach mal fragen, vielleicht einfach das Handzeichen von Teams benutzen, wer sich denn schon mit Zero Trust beschäftigt und da vielleicht auch schon die ersten Schritte gemacht hat. Okay, immerhin schon mal zwei. Dann schauen wir mal, ob sich das im Verlauf der Präsentation noch ändert oder ob wir danach dann die ersten Schritte machen können. Also erstmal nochmal zum Zero-Trust-Modell. Was ist das überhaupt? Also Zero-Trust ist jetzt irgendwie kein Produkt, was man da kaufen kann. Also wir können jetzt nicht zu Microsoft gehen und sagen, wir haben 500 Benutzer, wir möchten jetzt mal für jeden Zero-Trust kaufen und danach ist alles sicher, alles gut, sondern es ist mehr als Prozess zu verstehen. Und da ist es im Prinzip so, dass dieser Prozess halt auch wächst. Also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, wir fangen jetzt mal ein Zero-Trust-Projekt an und innerhalb der nächsten 3 Wochen haben wir dann von 0% Zero-Trust auf 100% Zero-Trust alles umgesetzt, sondern es ist ein laufender Prozess, der auch wahrscheinlich nie so richtig ans Ende kommt, weil man immer noch irgendwie wie eine Schippe drauflegen kann. Und was man jetzt in diesem Zero-Trust-Prozess machen kann, ist halt, dass man sich erstmal grob einsortiert, wo bin ich, wo stehe ich eigentlich gerade und was sind so, könnten so die nächsten Schritte sein. Und da gibt es auch ein Modell von Microsoft, das ist jetzt hier mal so mit diesen Phasen abgebildet, wobei man da auch sieht, es sind jetzt mal 3 namentlich genannte Phasen, aber die verlaufen auch. Im Hintergrund sieht man es so ein bisschen an dem Pfeil, dass die farblich ineinander verlaufen. Also die sind nicht klar abgegrenzt. Das heißt, vielleicht ist in der einen Umgebung das eine Produkt halt eher im Getting Started, in der Getting Started Phase angesiedelt. Und in der anderen Umgebung ist es vielleicht schon eher ein signifikanter Fortschritt. Das muss man so ein bisschen individuell gucken. Und dann kann man im Prinzip versuchen, also wenn man jetzt sagt, gut, das ist noch komplett Neuland für uns, wir wollen damit starten, dann ist man halt relativ am Anfang und guckt dann halt, was sind für mich die nächsten Schritte, wie ich meine Umgebung, meine Identitäten, meine Endgeräte, meine Infrastruktur, meine Daten, meine Applikationen absichern kann. Und dann könnte so ein erster Schritt halt eben sein, ich kümmere mich erstmal um sowas wie Multifaktor-Authentifizierung. Und oder sagen wir mal Multifaktor-Authentifizierung für meine Cloud-Applikation, was dann noch relativ einfach auch umzusetzen ist. Und im weiteren Verlauf, zum Beispiel signifikanten Fortschritt, also in der zweiten Phase, würde man sich dann darum kümmern, gut, wie kann ich jetzt Multifaktor-Authentifizierung auch ausweiten auf meine Infrastruktur? Wie kann ich auch noch irgendwie Signale von meinen Endgeräten mit reinbringen, damit ich diese ganzen Zugriffe halt immer wieder kontrollieren kann und bewerten kann, wann ein Zugriff eben, zugelassen wird oder wann eben verweigert wird. Und in diesen Prozessschritten können halt jetzt eben entsprechend einige Tools von Microsoft dann eben helfen, die nächste Phase und den nächsten Schritt zu erreichen und mehr Sicherheit in die komplette Infrastruktur zu bringen. Und was ich da immer so als Dreh- und Angelpunkt sehe, ist das Thema Conditional Access. Also im Prinzip ist das für mich so der Mittelpunkt der Zero-Trust-Strategie bei Microsoft, wenn man über die Technik spricht. Conditional Access bietet mir halt die Möglichkeit, verschiedene Signale in die Zugriffssteuerung einfließen zu lassen. Also sowas wie, ist der Benutzer vertrauenswürdig? Kommt er von einer vertrauenswürdigen Location? Also greift er von einer Lokation zu, die er auch normalerweise nutzt, um zum Beispiel aus Exchange Postfach zuzugreifen? Oder ist es jetzt irgendwie was aus zum Beispiel aus dem Ausland, was jetzt ungewöhnlich für diesen Benutzer wäre. Dann kann ich Signale vom Gerät mit reinbringen. Ist es zum Beispiel verschlüsselt? Ist es ein Firmengerät überhaupt oder ist es ein privates Gerät? Es geht bis hin zu, wie aktuell ist der Defender oder der Virenscanner am Client. Und dann kann ich halt noch
ja, mit reinbringen, auf welche Applikation, auf welche Daten möchte der Benutzer zugreifen. Und dann kann ich eben handeln. Also was kann ich dann machen? Ich kann entweder sagen, die Signale führen dazu, zu einer Bewertung, die ich als in Ordnung ansehe. Und dann lasse ich den Zugriff halt eben zu. Wenn ich jetzt sage, das Gerät, das kenne ich nicht, mit dem der Benutzer jetzt zugreift, das scheint kein Firmengerät zu sein, dann könnte ich ja darüber nachdenken, zum Beispiel sowas wie Multifaktor-Authentifizierung nochmal dem Benutzer zu bestätigen zu lassen. Oder ich gehe halt so weit und sage, ich lasse den Zugriff nur bedingt zu oder gar nicht zu. Und erst dann, wenn das entschieden wurde, dann sind eben die Applikationen oder Daten für den Benutzer eben erreichbar. Genau. Was dann jetzt bei Conditional Access immer so kommt, ist dann, ja, das ist ja super für meine Cloud-Applikation. Also klar, Teams kann ich mit Multifaktor-Authentifizierung abdecken oder Outlook oder vielleicht eine andere Cloud-Applikation, die ich über das Azure AD authentifiziere. Das ist ja kein Problem, aber was mache ich denn mit meinen lokalen Anwendungen? Da gibt es ja auch meistens noch genug von. Und da wäre dann immer die erste Frage oder das, wo es dann ein bisschen drauf ankommt, ist dann, was sind das für lokale Applikationen? Also im Prinzip, wenn es Applikationen sind, die im Moment noch nicht über ADFS oder über das Azure AD authentifiziert werden, dann ist nämlich genau die Frage immer, was machen wir damit? Und da kommen im Prinzip jetzt zwei Produkte oder können mal mindestens zwei Produkte zum Einsatz kommen, die dabei eben helfen. Das eine ist der Azure AD Application Proxy, der im Prinzip zwei Dinge macht. Das eine ist einmal die Applikation veröffentlichen und das andere ist eine Möglichkeit des Single Sign-On für Web-Applikationen bereitstellen, die vielleicht eben an sich keine Sammel-Token-Authentifizierung oder OAuth unterstützen. Und im Prinzip ist das so aufgebaut wie auf dem Bild. Ich habe einen kleinen Connector in meinem Netzwerk installiert auf einem Windows-Server, der in der Domäne gejoint ist. Und dieser Connector spricht ausgehend mit meiner entsprechenden Azure-Applikation. Und für jede Applikation, also für jeden Web-Server sozusagen, lege ich dann eine Azure AD-App an. Und dieser Connector setzt dann quasi die externe URL, also wenn der Benutzer jetzt von extern irgendwie auf Ticketsystem.domäne zugreifen möchte, dann würde der Connector das auf die interne, zum Beispiel Server-URL, umsetzen und den Benutzer dort hinleiten. Aber das Ganze halt eben ohne Veröffentlichung des Dienstes eingehend. Also im Prinzip brauche ich dafür keine eingehende Firewall-Regel definieren, sondern es ist allein eine Kommunikation zwischen dem Connector, Proxy-Connector und dem Azure AD. Und dann habe ich dadurch halt eben die Möglichkeit, das Azure AD als Präauthentifizierung zu nutzen und um dann halt meine sowieso geltenden Conditional Access Policies abzuarbeiten. Also habe ich dann sowas wie Multifaktor-Authentifizierung, ich kann dann überprüfen, von welchem Gerät greift der Benutzer zu. Also all das, was man gerade so bei den Signalen gesehen hat, greift dann halt eben auch für meine Applikation. Und dann gibt es noch vielleicht den ein oder anderen Vorteil, dieser App-Proxy dann noch mit sich bringt, so als Beiwerk sozusagen. Und zwar wäre das eine, dass mit der Azure-Pre-Authentifizierung halt ein DDoS-Schutz auch aktiv ist. Also das heißt, es wird schon relativ früh abgefangen, also dass halt nicht zu viele Benutzer oder Zugriffe auf diese App erfolgen. Und ich kann sogar so weit gehen, dass ich halt mir das die Wartung oder den Aufwand spare, ein öffentliches Zertifikat zu hinterlegen, wenn ich dann zum Beispiel Domäne von Microsoft verwende. Das kann ich an der Stelle auch machen. Genau, also das wäre so eine Möglichkeit, wie man eine lokale Webanwendung an das Azure AD anbinden kann. Dann gibt es noch eine zweite Möglichkeit, zumindest beim Thema Multifaktor-Authentifizierung. Also wie gesagt, Multifaktor-Authentifizierung ist für mich auch ein entscheidender erster Schritt bei der Zero-Trust-Strategie. Und da gibt es eben noch für den Microsoft-Radio-Server, also den NPS-Server, eine Extension für Azure MFA.
Und das läuft dann jetzt am Beispiel von einem VPN-Client. Also VPN-Server machen oder bieten meistens die Unterstützung, dass eben eine Radius-Authentifizierung möglich ist. Und deswegen habe ich das mal hier als Beispiel mitgebracht. Und das wäre jetzt als erstes halt, der Benutzer startet seinen VPN-Client und verbindet sich dann natürlich mit dem VPN-Server. Und der VPN-Server gibt ja dann die Authentifizierung weiter zu einem Radius-Server. Und der Radius-Server macht das, was er bisher auch gemacht hat, er verifiziert das Konto mit der Anmeldung gegen das lokale Active Directory. Also die primäre Authentifizierung läuft gegen das Active Directory. Und dann gibt es auf dem NPS-Server eine Azure MFA-Extension, die dann den zweiten Faktor anfordert und das Richtung Azure MFA schickt. Dann wird der Benutzer halt, kriegt dann zum Beispiel die Push-Benachrichtigung in die Microsoft Authenticator App und muss seinen zweiten Faktor bestätigen. Und erst dann ist er halt eben mit dem VPN-Server verbunden oder erfolgreich verbunden, sagen wir es mal so. Und das wäre auch noch eine Möglichkeit, wie man halt dann jetzt nicht nur VPN-Server, sondern viele weitere Applikationen, zum Beispiel WLAN-Controller oder alle, die halt irgendwie über Radius authentifizieren, ans Azure MFA anbinden kann. Also das waren jetzt mal so ein paar Beispiele, wie man eben auch lokale Anwendungen anbinden kann und man da mit Zero Trust auch nicht auf dem verlorenen Posten sozusagen ist, wenn man jetzt sagt, ich habe ja jetzt hier aber noch 30 Anwendungen, die irgendwie lokal laufen und die nicht einfach so in der Cloud integrierbar sind. Trotzdem gibt es da eben entsprechend Wege und Möglichkeiten, wie man die trotzdem integrieren kann. Diese Folie, die zeigt einfach mal so ein bisschen, also das ist ja alles schön und gut, wir können natürlich auch Schritte gehen in der Zero-Trust-Strategie, aber wie kann man es denn nachher auch eben messen? Also wie überprüfen wir denn nachher, ob wir jetzt gut unterwegs sind mit Zero-Trust oder ja, also wo stehen wir gerade so? Das ist so die Frage. Und das ist hier unterteilt in drei verschiedene Bereiche. Also das Erste, was man sich fragen könnte, was hilft denn jetzt eben entsprechend den Benutzern? Wie wirkt sich das auf meine Benutzer aus? Und da könnte man jetzt das entsprechend messen mit geringerer Unterbrechung bei der Anmeldung, weil man eben dank Azure AD durchauthentifiziert ist und sich den zweiten Faktor zum Beispiel für Applikationen teilen kann. Also dass es im Hintergrund nicht für jede Applikation jetzt der zweite Faktor abgefragt wird. Dann habe ich vielleicht sogar eine Möglichkeit, dass durch diesen zum Beispiel Azure App Proxy oder durch die Anmeldung am Azure AD meine Anwendung auch mehr und mehr Single Sign-On unterstützen. Also das Ziel wäre halt auch eben zu sagen, meine Anwendungen, die überprüfe ich mal alle, ob ich die nicht auch mit Single Sign-On anbinden kann, sodass halt ein Benutzer weniger gestört wird durch Passworteingaben oder sowas. Und das kann ich natürlich auch entsprechend messen, wie viele Anwendungen haben jetzt hier eine Single Sign-On-Strategie. Ja, und dann im Endeffekt halt vielleicht eine höhere App-Nutzung der Benutzer durch einfach eine einfachere Anmeldung. Dann wäre der weitere Bereich die Security-Effizienz. Zum Beispiel könnte es dazu führen, dass ich weniger Passwort zurücksetzen muss, sondern dass der Benutzer vielleicht durch Security-Abfragen selber in der Lage ist, sein Passwort zurückzusetzen. Dann muss man auch sagen, mit diesen ganzen Tools könnte es sein, dass man mehr Security-Vorfälle sieht, die man aber früher halt einfach nicht gesehen hat. Die waren vielleicht schon da, aber man hat sie nicht so sichtbar gehabt. Deswegen der Punkt, man kriegt vielleicht einen besseren Überblick über Security-Vorfälle oder Nutzung von Schatten-IT. Ja, und das ist der letzte Punkt in diesem Bereich. Man kriegt von Microsoft in dem Sinne dann auch mit der Secure Score zum Beispiel konkrete Verbesserungsvorschläge und kann da vielleicht entsprechend schneller handeln, was ich denn noch besser machen kann an meiner Umgebung. Ja, und zu guter Letzt der Bereich vereinfachte Security-Struktur. Natürlich wäre dann auch das Ziel irgendwann, dass ich meine Security-Produkte vielleicht konsolidiere, damit die bestmöglich miteinander arbeiten. Da spielt so ein bisschen der unterste Punkt auch rein, zentrales Management in Microsoft 365. Was jetzt bei Microsoft 365 nicht heißt, wir haben nur ein Portal, aber zumindest sind es die Portale von Microsoft. Und der mittlere Teil, der mittlere Punkt, Übersicht und automatische Security Response bei Vorfällen, da hat man halt eben die Möglichkeit, dass irgendwann in diesem Prozess der Zero Trust Strategie halt so weit auszuweiten, dass man halt eben auch
automatisch reagieren kann oder zumindest ja, möglichst wenig manuell an der Stelle tun muss, um vielleicht auch Security-Vorfälle zu bearbeiten oder so. Genau, und bei der Folie würde ich jetzt gerne stehen bleiben und bin gespannt auf eventuelle Fragen.